Herzlich Geil. willkommen bei Ungeschnitten. Tja, und Ja. wie ihr seht, ich habe das Interview mit Kurt McKinney, bei dem ich so aufgeregt war, noch nicht so richtig verdaut. Und da sitzt auch schon der nächste Große vor mir, mit dem ich reden darf, nämlich Matthias Hus. Und wie versprochen, werde ich natürlich auch ein paar von euren Fragen mit einarbeiten. Aber erstmal herzlich willkommen, Matthias. Danke, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ihr mich bei Ungeschnitten habt. Freut mich. Wir haben es ja schon längere Zeit geplant. Aber wie es so ist, ich habe schon dir vorher erklärt, bevor wir angefangen haben zu tapen oder wie sagen wir, zu drehen. Ich war noch am Drehen in Amerika und das sind 12 Stunden am Tag, manchmal 15 Stunden und du kommst zu nichts. Du bist froh, wenn du abends ins Bett fällst, aus. Und dann musst du schon wieder morgens früh hoch. Ja. Das kann ich Aber mir sehr gut ja, vorstellen, ja. ja. Ich meine, unser Beruf ist halt saisonmäßig. Entweder tust du nichts oder du arbeitest dich zu Tode, ne? Ja, Das kommt ist halt so. immer so ein Schüben. Ja. Ja, Schauspielerei, ja. Also das ist schon so sein eigenes, wie sagt man? Wenn ich manchmal, ich bin jetzt seit 37 Jahren in Amerika, muss ich mir verzeihen. Manchmal, ich bin erst seit einer Woche wieder hier. Es wird alles noch besser im Laufe des Interviews. Aber ich vermische die Wörter manchmal. Das ist komisch, Ja, gell? gar kein Problem. Ich habe mit Kurt die ganze Zeit auf Englisch gesprochen. Also wenn du da mal ein bisschen Ah was ja, gut, Englisch dann. reinschmeißt, dann gar kein Nee, Thema. ich bin ja Deutscher, weißt du. Ja, Ich kann das schon, aber wie gesagt, manchmal. bevor wir wirklich jetzt ins Interview reinspringen, zwei ganz kurze Sachen. Und zwar soll ich dir schöne Grüße ausrichten von Johnny Mettbach aus der Heimat Mainz. Ah ja, der Du gute sollst, Johnny, ein genau, du ganz sollst lieber bitte nicht Kerl, nur in der ja. Sonne liegen, du sollst auch ein bisschen pumpen. Soll ich dir ausrichten? Ja. Und das zweite Ding von mir persönlich, unsere Community weiß auch Bescheid. Ich muss mich bei Ja. dir ein bisschen entschuldigen. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, warum. Nee, Auf noch unserem nicht. Kanal, habe ich für die Actionfilme der 80er und 90er habe ich für jedes Jahr eine Top 10 erstellt. Und ich habe in einem Jahr Dark Angel einfach vergessen. Ich hab's vergessen. Und meine Community ist natürlich, ne, die passt ja auf wie ein Schießhund und hat mir dann die Kommentare vollgeknallt, von wegen, wo ist Dark Angel? Echt? Ja, muss ich mir Ich habe das leider. nur gesehen, du. Ich habe das tatsächlich gesehen. Und ich habe mir nichts bei gedacht. Ich habe nur gedacht, ja, war wahrscheinlich nicht. Aber ich habe dir deinen Kanal vorher mal ausgecheckt. Ah, okay, Das, cool. ja, brauchst du dich entschuldigen. Mir war es so selber ein bisschen peinlich, weil ich den Film ja auch sehr mag. Also ich habe einfach das Jahr irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und dann war der nicht mit drin. Ja, es gibt aber auch so viele Filme in der Zeit, die absolut der Hammer waren. Das war eine super Zeit. Super Auf jeden Zeit. Fall. Ja, Auf genau. alle Fälle. Deswegen habe ich auch ich hab mit den 90ern angefangen, dann bin ich zurück in die 80er und du kommst ja gar nicht mit, die ganzen Filme auch nachzuholen. Ne? Man kann ja gar nicht Ja. alles gesehen haben. Das ist echt viel Das ist gewesen, aber war eine richtig schöne das. Zeit da. Da war die goldene Zeit, ja. Da war auch Ja. noch alles möglich, weil die Filmwelt war viel kleiner, persönlicher. Ja. Und Ideen waren viel leichter umzuwandeln als heutzutage. Ne? Heutzutage ist alles Big Corporations, Netflix, Amazon und so weiter. Das sind viele Leute, die arbeiten wie die meisten Executives auf einer Ebene, die sind jetzt nicht so involviert in dem thematischen oder wie gesagt in dem kreativen. Ne? Die machen Entscheidungen Nach den nach der Zahlen. Währung, nach dem Geld. Ne? Das ist ganz Genau. klar. Die lesen keine Drehbücher oder so. Ne? Es ist meistens immer nur Poster, Namen, die Geschichte kurz und fertig aus. Ne? Ja, ist sehr viel Kalkül auch dahinter. Ja. Ja. Vorher Also. war so Rocky-mäßig alles. Ne? Du hattest ein Gefühl, du hattest richtig eine Geschichte, die dir Genau, ja. das Herz Also. erwärmt. Das Ja, ist auch ja. das, was mich so ein bisschen stört, diese Filme, die auch mit Herz irgendwie gemacht werden halt, ne? Wo man merkt, dass die ganzen Beteiligten auch wirklich mit Herzblut irgendwie dahinter Ja, stehen. ja. Was ja dann The Last Kumite, zu dem wir natürlich noch kommen, was ja so ein Projekt auch ist halt, ne? Von Fans für Ja, Fans, so, ne? eigentlich gut. Ja, Ja, finde ich können wir ja super. nachher nochmal drüber sprechen. Genau. Die meisten Schauspieler sind auch Fans selber. Ich meine, speziell meine Altersgruppe. Wir waren ja die Ersten, die sich nach Schwarzenegger, Stallone, diese Rocky-Filme, Rambo-Filme, da sind wir mit aufgewachsen, ja. Das ist ja eine Generation, die ist ja noch mal 15 Jahre älter als wir.
Und das waren so unsere Stars. Und das war für uns so das die Eingangstür, um überhaupt anzufangen. Ne? War das für dich damals auch? Du bist ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch in Kalifornien, glaube ich, war es, ne? Im Gold's Gym bist du ja dann rein. Ja, und da hat ja auch Arni, glaube ich, seine ersten Schritte irgendwie gemacht. Der hat ja da auch trainiert, wenn ich mich nicht irre. War das für dich auch so eine Motivation, dass du dachtest, okay, wenn er das kann, dann ziehe ich da mal mit, dann kann ich das auch? Oder? Das haben wir alle gedacht. Also das war so wie im Goldrausch, dass jeder in der Welt, der einen Weltmeistertitel hatte, entweder im Kickboxen, Bodybuilding oder irgendwelche Fähigkeiten hat, körperliche Fähigkeiten, ne? Der ist dann nach Kalifornien gezogen, ins Gold's Gym, wie so ein Cowboy, wer am schnellsten schießt, und hat gesehen, wie er ankommt, ne? Ich habe so viele Leute gesehen in der Zeit, wahnsinnig tolle Leute, also alle so groß und Muskeln und was weiß ich, auch tolle Frauen, tolle Typen. Aber es haben dann auch wirklich ein paar geschafft und ein paar haben es nicht geschafft. Ne? Also ich habe manche Typen gesehen, da habe ich gedacht, wie hat Gott die überhaupt erschaffen? Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie junge Götter, noch besser, größer, mehr Muskeln, dichtere Haare und was weiß ich. Die haben es dann auch nicht geschafft. Ne? Das kann man nie wissen, wer es schafft. Ich kann dir einige sagen, die es geschafft haben. Daniel Bernhardt, Jean-Claude Van Damme, Olivier Grenier, Cynthia Rothrock. Ich meine, das sind alles so die Leute gewesen, Don Wilson, die zu dieser Zeit kamen. Da gibt es noch so viel mehr, das ist ganz klar. Ja. Letztlich auch John Cena, der hat auch so angefangen im Gold's Gym. Ne? The Rock hat Wrestling erstmal gemacht. Ne? Ich bin auch zuerst zur Wrestling-Schule gegangen. Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, also das war einfach so. Du kamst in Hollywood an, da war ich noch nicht mal durch die Tür vom Gold's Gym gelaufen. Da hieß es, der Hulk Hogan, der ist unten am Strand, musst du sofort mal hinlaufen. Das ist auch so ein Großer mit so langen Haaren und so, da musst du dich mit anfreunden. Und dann ras ich da so runter, ne? Dann war der schon wieder weg. Und die Leute haben noch so, der war gerade hier und so. So fing das so an, dass man irgendwie einen Weg gesucht hat, sich mit irgendjemandem oder irgendwas zu identifizieren, dass man da mal so eine Straße runtergehen kann, die Straße des zukünftigen Erfolges. Und ich bin dann halt auch, weil ich so einen gewissen Look hatte, so wie diese Wrestler mit diesen Muskeln und langen Haaren, erstmal in die Wrestling-Schule gegangen. Aber dann habe ich gleich gemerkt von dem Milieu, das ist nicht, was mich anspricht. Also ich bin kein Wrestler, kein Catcher oder so. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, diese ganze Atmosphäre. Und das habe ich dann auch schnell gelassen. Aber ich hatte natürlich auch Glück, weil ich habe ja gleich, also ich würde sagen, in den ersten 6 Monaten durfte ich den Jean-Claude Van Damme ersetzen in einem Film. Dadurch, dass ich da im Gold's Gym trainiert habe, ne? Auf den Film wollte ich natürlich auch zu sprechen kommen, denn ich habe über Karate Tiger 2 auch mit Kurt McKinney gesprochen, weil der auch von dem Projekt so abgesprungen ist. Genau. Und der hat uns eine wirklich sehr amüsante Geschichte erzählt, dass er mit Van Damme telefoniert hat. Und Van Damme hat ihm dann gesagt, nee, ich steige aus dem Projekt aus, ich fahre da nicht in den Dschungel und dann nehmen die uns fest, nehmen uns die Papiere ab und ficken uns in den Arsch, so, das war wirklich seine Wortwahl, ne? Also Zitat. Und was mich jetzt interessieren würde, dadurch, dass du ja dann schlussendlich Van Damme ersetzt hast und Lauren Avedon hat ja dann die Rolle von Kurt McKinney angenommen, war denn der Dreh schlussendlich so merkwürdig und ich sag mal in Anführungsstrichen gefährlich, wie die beiden angenommen haben, oder war das einfach ein ganz normaler Dreh? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich will erstmal aufrollen, wie das Ganze passiert ist. Ich habe das ja auch immer nur durch Dritte gehört. Ich weiß bis heute die Wahrheit nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nämlich einen Manager, die war nicht meine Managerin, die war hinterher meine Managerin. Die hat das Drehbuch geschrieben. Und die hat dann irgendwann mal Gold's Gym angerufen und gesagt, wir brauchen jemanden aus Europa, wir müssen Jean-Claude Van Damme ersetzen, der ist aus dem Film rausgesprungen. Ihr habt doch bestimmt irgendjemanden, der kann Karate und ist Muskeln europäisch mit Akzent und sowas. Und dann hat mich der Manager von Gold's Gym hochgeschickt zu ihr nach Hause. Da habe ich mich vorgestellt und da war der Roy Horan, das war einer der Produzenten. Die haben aber gar nicht von Van Damme gesprochen, niemals. Ja.
Da musste ich nur vorkämpfen, vorlesen und alles Mögliche. Und da haben die sich auch mehr oder weniger gleich entschieden, okay, du hast die Rolle, flieg mal schön nach Thailand. Und dann später erst beim zweiten, dritten Mal treffen, bevor ich geflogen bin, sagte die Maria, ja, der Jean-Claude, das war mir jetzt noch gar kein Begriff damals, der sollte die Rolle spielen. Und der kam auch noch mal zu meinem Haus und da war der ganz böse, der wollte die Rolle zurück und so weiter und so fort. Aber irgendwie wollte er die Rolle nicht haben, weil er wollte nicht mehr den Bösewicht spielen. Ich glaube, das war irgendwie mehr so der Grund, der mir gesagt wurde. Ne? Ja, ja, ja. Und mit Kurt McKinney, das habe ich überhaupt nicht mitbekriegt. Ich weiß nur, dass die Maria mir sagte, der Hauptdarsteller ist weggefallen. Wir müssen den jetzt ersetzen. Und ich habe so einen Taekwondo-Meister gefunden, Lauren Avedon. Der hat irgendwie so einen Werbefilm gemacht für Slice oder 7-Up. Und dann haben sie den so entdeckt. Und wir beide sind einfach mal auf gut Glück dahin geflogen. Für wenig Geld, also relativ im Durchschnitt, was man heute so verdient, gar nichts. Ja. Und so bar auf die Hand. Und ja, wir waren im Dschungel und es war saugefährlich. Viel passiert. Genau eigentlich das, wo Kurt McKinney Angst vor hatte. Ja, ja, er hat auch gesagt, er hat wohl auch mit Managern und Produzenten gesprochen und wollte halt Sachen wissen, zum Beispiel, ob seine Frau mitkommen darf. Und die haben ihm gesagt, nee, deine Frau ist blond, das geht schon mal gar nicht. Und er wollte auch wissen, so wegen Impfungen, Medizin, so ob er sowas braucht. Und da haben sie auch gesagt, nee, passt schon, komm einfach mit. Ich kann das schon verstehen. Damals war Thailand noch anders als heute. Ich meine, heute fliegt jeder nach Thailand, Phuket und wie es alle heißt. Ne? Ja. Damals war, das ist schon so lange her, 32 Jahren, das war noch der wilde Westen. Und wir waren ja nicht, wir waren nur kurz in Bangkok, dann waren wir irgendwo im Dschungel an der vietnamesischen Grenze. Und wir haben mit echtem Militär gearbeitet und Riesenexplosionen. Viele Leute wurden verletzt, hat ständig geregnet. Alle haben sich gegeneinander aufgestellt. Da gab es also richtige brutale Szenen, wo Leute mit Maschinengewehren voreinander gestanden haben und alles. Aber alles in allem, für uns Neulinge, wir hatten ja noch nie einen Film gedreht. Der Kurt hat ja schon mal einen Film gedreht. Ne? Mir war das alles egal. Hauptsache also, ins Business irgendwie rein und machen. Ja, ich hätte auch alles gemacht. Und das war ja praktisch eine Hongkong-Crew. Der Producer NG, das war auch ein großes Budget, das war immerhin 3 Millionen. So 3 Millionen damals ist wie heute 10. Ne? Da haben die richtig Geld reingelegt. Du musstest aber auch dafür bluten. Ne? Also ich meine, du musst all deine eigenen Stunts machen und wirst oft verletzt und so weiter und so fort. Ne? Wie war denn für dich die Zusammenarbeit mit Corey Yuen? Also mir wurde oder uns wurde halt auch erzählt, dass der gute Mann ja auch kein Englisch gesprochen hat. Oder, nein, ne, der konnte keiner nur Englisch gesprochen. Ja, und man hat ihn nicht verstanden. Der hat dann immer angebrüllt wohl, ne? Und du hast nicht verstanden, was der von einem wollte. Der hat mich ständig angebrüllt. Ich habe dann immer nur so leicht übersetzen lassen. Wer hat den Verlierer auf meinen Filmset gebracht und so? Was ein Arschloch. So ein. Weil ich konnte ja nichts am Anfang. Ich war kein Schauspieler, ne? Ich konnte das alles. Ich meine, du musst dir das vorstellen, aus dem Nichts. Ja. Du bist im Fitnessstudio und dann bist du auf einmal vor einer Kamera und musst diese ganzen Dialoge in Englisch machen. Ich konnte aber kein Englisch, also nur so Schulenglisch. Ne? Und dann diese Kämpfe, die sind ziemlich hochversiert auf dem chinesischen Niveau. Da musste ich schon was können. Das konnte ich alles gar nicht. Aber das habe ich schnell gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Du machst ja auch in dem Film, um Gottes Willen, finde ich eine richtig gute Figur, halt jetzt abgesehen von den Kämpfen, die finde ich auch super, also ich mag den zweiten Teil wirklich und auch als Bösewicht halt, ne, und auch was das Schauspielerische angeht, also man findet dich schon in dem Film, ja, du bist ein Drecksack, so, ne? Ja, das... Also mag ich übelst, also ich finde, du machst auf jeden Fall in deinem Debütfilm eine 100-mal bessere Figur als zum Beispiel Schwarzenegger bei Herkules in New York, was da seine erste Rolle war halt, ne, das war ja... Es ist nett, dass du das sagst. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich gucke mir das manchmal an und denke, ah, scheiße, meine Stimme war noch so. Also das waren so gewisse Tricks, die ich noch nicht konnte. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Gell? Aber das war die beste Zeit meines Lebens. Also eine der besten Zeiten. Weil erstmal war auch Cynthia Rostrock da. Ne? So, die kennst du ja auch. Ja, die war ja auch ein ungeschliffenes Blatt.
Und aber die war richtig Hongkong versiert, ne? Die konnte ja kämpfen und einstecken. Also jede Nacht waren wir völlig verbrellt. Ach, das war dir alles egal. Die war so, also da hat sich auch eine gute Freundschaft entwickelt, ne? Wir beide von Amerika. Da wollte ich auch ganz kurz mal reinspringen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nee, jederzeit. Es gibt in dem Film, gibt es ja einen Kampf zwischen euch beiden, also zwischen dir und Cynthia. Und, ja, genau. Und du nimmst sie ja dann an einem Arm so hoch und schmeißt sie gegen eine Hauswand. Habt ihr das wirklich so gedreht oder gab es da irgendwelche Knips und Tricks irgendwie, damit das irgendwie gemacht werden kann? Weil das sieht halt echt übel aus, wie du die da durch die Gegend schmeißt. Ja, das, und das damals halt war so, ja damals war ja noch nichts mit irgendwie Kabel nehmen und rausretuschieren und solche Geschichten. Das war ja, ne, das gab es ja damals noch nicht so. Doch, das gab es schon. Gab es schon, okay. Ja, wir haben tatsächlich, aber das war so primitiv, da wirst du an der Schnur, wird um deinen Bauch gezogen und dann stehen hinten 10 Leute und ziehen dich weg. Ah, okay. Aber das ist brutal, das kannst du nicht richtig einschätzen, ja. Und da knallst du voll, also, nee, das ist brutal, ja. Das alleine, das würdest du halt gar nicht mehr machen. Da würden die einen Stuntman dafür nehmen. Ja. Aber das ist schon echt im Sinne von, das ist echt, als würde ich sie schmeißen. Es sieht ja auch im Film so aus, ne? Also du hast sie so und dann schmeißt du sie in die Hauswand. Physikalisch könnte ich das gar nicht. So weit. Mhm. Ne? Die wird dann gezogen von 10 Leuten. Da kannst du dir vorstellen, was da für eine Wucht dahinter ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber die Frau konnte einstecken. Ich kenne ja auch die Filme davor, die Hongkong-Produktion. Es ist schon krass. Also die Frau hat richtig was auf dem Kasten. Also ich habe da wirklich größten Respekt. Also. Und die ist so alt wie ich. Mhm. Dass sie das noch kann. Ne? Ja, ich verfolge ja auch ihren YouTube-Kanal und die ist ja immer noch fit wie ein Totschuh. Also, da hat sich nicht viel getan über die Jahre. Das ist schon ist der Hammer, gell? Also ist nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Wie ist es denn bei dir? Merkst du mittlerweile so ein bisschen die Jahre in den Knochen? Fällt dir langsam so ein paar Sachen schwerer? Ja, habe ich schon gemerkt, aber jetzt habe ich ein paar Operationen hinter mir und so. Ne? Aber das kommt immer darauf an, wie viel du trainierst. Jetzt nicht mit Gewichten, sondern wie viel du trainierst, dich flexibel zu halten und so weiter. Ich fange jetzt wieder mehr an zu trainieren, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich es ohne Training mache, früher habe ich nie, ich habe gar nicht trainieren müssen, viel. Das war einfach so in die Wiege gelegt, weil ich so jung war. Weißt du, 26. Gell? Heute bin ich 64, da muss ich noch was dafür tun auf einmal. Gell? Unsere Community, wir hatten auch ein paar Leute dabei, die von dir vielleicht so ein, zwei Trainingstipps hätten. Also wie du trainierst, was du trainierst, so in die Richtung. Da fielen auch so Begriffe wie Split und solche Geschichten, also wie du dein Training aufbaust, Ernährung zum Beispiel. Also wenn du da vielleicht ein, zwei Sachen hast, die du da unseren Leuten ans Herz legen kannst, dann also gerne. Das kommt dann natürlich immer auf dein Alter drauf an. Bis 40, 50 hast du natürlich viele Hormone. Deine Gelenke sind stark, deine Muskeln, ne, alles. Also da würde ich nur sagen, trainiere, einfach immer nur trainieren. Wie sagt man, Consistency, also immer durchgehend. Das heißt, nicht einmal anfangen, dann wieder aufhören, wieder anfangen, wieder aufhören. Das muss so eine Lebensphilosophie, so eine Routine sein, wo du mindestens 2, 3, 4 Mal die Woche für immer, für den Rest deines Lebens gehst ins Fitnessstudio, machst Gewichte, muss ich natürlich auch bewegen, dehnen und so weiter. Ne? Ernährung ist alles. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Kreatine nehme ich ab und zu zum Beispiel, Aminosäuren, Proteinpulver, also diese Powders nehme ich. Ne? Und wenn ich das nicht nehme, sinke ich ein. Ah, okay. Ja, also speziell Kreatine und Proteine, so 2 Shakes am Tag, viel Fleisch und essen ja nicht alle Fleisch, aber viel Proteine essen. Ne? Kann man auch vegetarisch, wenn du willst. Hauptsache pro Körpergewicht 1 Gramm Protein. Ne? Also das musst du schon machen, sonst kannst du die Muskeln nicht entwickeln. Das geht halt nicht. Und Leute, die Steroide nehmen, ja, da kannst du natürlich schneller Zuwachs nehmen, aber es ist einfach auch viel Wasser. Ja. Und das geht alles wieder weg. Also alles. Ich habe in meiner Zeit ich weiß gar nicht, aber allein in Gold's Gym in Venice, ne,
viele Bodybuilder und professionelle Bodybuilder, die jetzt so aussehen wie Schwimmer, die haben natürlich Steroide genommen und dadurch waren die unheimlich aufgebaut. Das ist nur eine kurzfristige Angelegenheit. Das muss ich leider sagen. Also das hält nicht lange. Da kann man mal eine Zeit lang aussehen wie ein Biest und dann geht das geht wieder weg. Wobei das ja damals auch schon bei den Zeiten von Schwarzenegger, als er noch wirklich professionell Bodybuilding getrieben hat, der hat ja auch schon Stoff aber ganz wenig. Ganz wenig. Ich kenne die Leute alle. Und im Verhältnis zu was die Leute heute nehmen, die professionellen Bodybuilder, das kannst du nicht mehr vergleichen. Das ist eine Wissenschaft. Arnold oder wie sie alle heißen, die haben meistens ein paar Tabletten nur genommen. Wirklich nicht viel. Dianabol oder irgend sowas, ein paar. Das hat er auch zugegeben. Also ich erzähle dem jetzt nichts hinterher. Ja, weiß ich. Ja. Also die haben wirklich von morgens bis abends trainiert und gefressen, geschlafen, 2-3 Pillen geschluckt und deswegen sahen die eigentlich noch ganz gut aus. Nicht so aufgebläht oder so. Ja. Und gerade, ich sag mal, in dem Segment, wo du ja unterwegs bist, so diese ganze Martial-Arts-Geschichte, du musst ja auch beweglich sein. Du kannst ja nicht aussehen wie eine übelste Maschine. Ja, ja. Und dann kannst du das dich nicht bewegen. Ja, ne? Genau, Im Film, das ist so eine Grenze. Da kannst du nur so zu einer gewissen Grenze muskulös sein. Alles darüber bist ein Bodybuilder. Und niemand will einen Bodybuilder im Film sehen. Gibt's nicht. Vielleicht der Incredible Hulk. Ja, stimmt. Aber das ist ja heute schon automatisiert mit Computeranimation und sowas. Wenn wir jetzt schon mal bei Computeranimation und dergleichen sind, wie stehst du denn zu den heutigen Actionfilmen, so was heutzutage so produziert wird? Ja, ich gucke es mir gar nicht mehr an. Ach, gar nicht? Na, habe ich kein Interesse. Ich bin noch so altmodisch. Also all diese Captain America und diese alle heißen, gucke ich mir nicht mehr an. Das Letzte, was ich noch ganz gut fand, das waren die ersten Spider-Mans, ne? Mit Tobey Maguire, das fand ich noch ganz gut, aber alles andere ist jetzt, das ist wie, das ist zu überwältigend, zu viel, nicht mehr realistisch und sieht alles gleich aus für mich, das gibt mir Kopfschmerzen, ne? Liegt halt an der heutigen Generation, ne? Die müssen halt von vorne bis hinten zugeballert werden, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt so klein, deswegen Leider. Was denn zum Beispiel mit John Wick, was ja doch schon eher, ich sag mal, so ein bisschen in die ältere Schiene geht halt, ne? Zumindest was Kampfchoreografien angeht, nicht viel Computertrickserei, klar wird da auch ein bisschen getrickst, aber es ist halt wirklich sehr viel Physisches dabei. Guckst du sowas? Ja. Echt? Ja, das habe ich gerade gesehen, den vierten Teil. Schön allein im Kino. Ja, erste Vorstellung, ne? Tagsüber. Und Meinung dazu? Wie fandst du den? Also sehr unterhaltend, ja. Also das ist aber auch der Keanu Reeves, ist natürlich ein super Kerl. Ja. Der hat so eine gewisse Ausstrahlung. Das ist so der absolute Anti-Held. Also der ist jetzt nicht so gebaut wie Arnold oder ich selber oder so, wie gesagt, ne, so Muskeltypen. Er ist eigentlich mehr so cool und ich sehe ihn auch öfter in Los Angeles und er hat so eine coole Vibe, aber nicht so, kann man schlecht erklären, wie du den siehst, sehe ich den auch. Das ist halt ein cooler Typ. So, und die Kampfszenen, das ist also super, ein bisschen viel, normalerweise überwältigend. Ja. Aber wenn man Fan von Keanu Reeves ist, will man sehen, dass das überlebt. Ja, was klar. Ich gut fand bei dem Film, der Bösewicht, der Skarsgård, der Bruder noch einer von diesen Skarsgård-Brüdern, der war sehr gut. Ne? Ja, fand ich auch. Ja, ich denke, ein Film ist nur so gut wie der Bösewicht oder der Antagonist. Und die Geschichte, die dieses Persönliche, was dahinter steckt, wie dieses, das war wirklich ein Kampf bis zum bitteren Ende. Ja? Also das war toll gemacht. Und interessant, Chad, der Direktor, Produzent, der war ja Stuntman früher. Und der war, sein erster Film war Mission of Justice, wo ich mit Bridget Nielsen gespielt habe. Da war der einer dieser Stuntmänner. Und dann, das hätte ich auch nicht gedacht, dass der eines Tages mal einer der größten Direktoren in Hollywood wird. Ne?
Chad Stahelski, ich überlege gerade, der war doch damals auch das Double von Keanu Reeves. Ja, so hat das Ganze angefangen. Genau, und das war eine echte Liebe zu Martial Arts. Genau, ja. Ja, und die ganzen Leute, die Chad um sich herum hat, das sind alles fantastische Martial Arts Kämpfer und die haben ja auch eine Schule und ein Institut und da wurde das ganze Matrix und so weiter geboren. Ja. Da ist auch Daniel Bernhardt mit involviert. Genau, ja, der spielt ja öfter da mal mit. Also im Hintergrund quasi als Stunt-Double etc. und lässt sich gerne mal vermöbeln. Ja, aber der ist gut. Ja, ja. Der ist ein Teil dieser Familie sozusagen. Gab es denn im Laufe deiner Karriere eigentlich auch mal Projekte, die du vielleicht abgelehnt hast und im späteren Verlauf hat sich herausgestellt, ups, das war ja ein richtig guter Film, den hätte ich vielleicht doch machen sollen? Ja, gut, das gibt's immer, ne? Mhm. Also, der erste, wo ich gesagt habe, nein, war Cyborg, der zweite Teil, mit Angelina Jolie. Hätte ich machen sollen. Dann ein Film mit Hulk Hogan, habe ich auch nicht gemacht, der lief auch ganz gut. Dann noch ein Film, Highway to Hell, da haben sie mir so viel Geld angeboten, aber da sollte ich eine Maske anziehen und dann habe ich mich noch da draus wieder rausgewunden. Der war da aber kein Erfolg, aber das war ein Riesenbudget. Das ist halt, Nemesis sollte ich mitspielen, habe ich auch nicht gemacht, weil ich mir die Haare schneiden lassen. Da waren so einige Sachen, wo ich dachte, naja, hätte ich mal machen sollen. Speziell der Film Highway to Hell, der wurde produziert von den Leuten, die Terminator gemacht haben. Ah, okay. Und die haben mich nach Dark Angel angerufen, ein Riesenangebot gemacht. Und dann habe ich aber erfahren, dass ich eine Maske als Teufel tragen sollte praktisch. Und die sah so aus wie Freddy Krüger und dann hätte ich den ganzen Film in der Maske drehen sollen. Und ich hatte gerade Dark Angel gedreht und habe ich gesagt, ich will aber keine Maske tragen, lass mich doch mich sein. Ja. Weil das ist jetzt nicht im Sinne meiner Karriere. Und dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, geht nicht. Dann habe ich gesagt, mache ich den Film nicht. Und dann haben die mich gewarnt, dass wenn ich den Film nicht mache, werde ich nie mehr in Hollywood arbeiten. Und die werden mich wieder nach Deutschland verjagen. Und das haben die auch gemacht eine Zeit lang. Die haben mich dann gleich angezeigt bei der Einwanderungsbehörde. Ne? Oh, muss ich mich melden. Ein paar Jahre habe ich nicht gearbeitet. Die haben das wirklich wahrgemacht. Aber dann ist die Firma kaputt gegangen und dann ging Bob wieder alles hoch. Ne? Aber das sind doch bestimmt auch so Sachen, wo man so ein bisschen, ernüchtert wird von dem Geschäft, oder? Also man geht ja wahrscheinlich mit großen Ambitionen und so dem Glitzer, Glamour irgendwie in dieses Business rein und denkt, ey, vielleicht werde ich ein großer Star und alle lieben mich. Ja, ja. Und dann sieht man mal die Schattenseiten, wie auch die Leute, die ja richtig ans Bein pissen, weil du halt nicht so spürst, wie sie das gerne hätten halt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr ernüchternd ist für einen Darsteller. Das passiert aber ganz, ganz vielen Leuten ständig. Ne? Da verpasst du Sachen und denkst, das kann nicht sein. Da hast du Gelegenheiten auch, die sind so riesig und dann wird da nichts draus. Also zum Beispiel hatte ich einen Vertrag mit, als ich Dark Angel gedreht habe, kam der Manager von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Van Damme, der die ganzen Verträge für die macht, der kam zu meinem Filmset und hat den Film, während ich gedreht habe, auf Stopp gesetzt. Der Direktor kam zu mir und hat gesagt, der will mit dir reden. Da habe ich gesagt, wir sind aber gerade dabei zu drehen. Er sagt, nein, wenn der kommt, machen wir in Hollywood alles zu. Dann hat er mich in seinen Porsche gesetzt, ein Restaurant gefahren. Noch ich verkleidet als Dark Angel. Und er sagt, ich habe 10 Minuten von dem Film gesehen, du bist der nächste Actionstar in Hollywood. Ne? Mhm. Ich habe Arnold, ich habe Stallone, ich habe Dolph, Bruce Willis, bla bla bla. Musst mit mir heute noch unterschreiben. Ich gebe dir ein 3-Picture-Deal. Jedes Studio in Hollywood, was du willst, 1 Million Anfangs-Salary, boom. Und dann habe ich auch noch unterschrieben und alles, den Film weitergedreht. Aber dann wurde der Film Dark Angel kein großer Erfolg im Kino. Der praktisch hat versagt. Und dann haben sie mich abgeschossen danach. So, da bist du schon so nah dran und dann auf einmal bist du wieder weg. Das ist halt so in Hollywood. Du bist nur so. Da war auch der Dolph weg danach, weil der Dolph, das war sein letzter Kinofilm. Ja. So, und danach
kommst du nicht mehr ins Kino, wenn du nicht genug eingefahren hast. Also ich sollte der nächste große Action-Typ sein und er ist, wir sind beide da abgebrochen dadurch. Ne? Mhm. Ist läuft bis Expendables nicht mehr ins Kino gekommen. Ne? Ich glaube, Universal Soldier war danach, oder? Ja, aber das war nicht eher als das. Nee, war das danach? Ich glaube, Universal Soldier war danach. Ich glaube, 93 ja, oder so? Der Dolph war ja, ich meine im Sinne von, dass, wenn du der Hauptdarsteller bist. Ne? Ach so, ja, okay, da war er der Antagonist. Ja, ja, klar. Ja, praktisch, dein Name ist auf der Markise. So, du alleine hast die Power, die Leute ins Kino zu bringen. Und wenn du das einmal nicht hast und richtig versagst, gibt's das, bist du weg. Das ist aber vielen passiert. Ne? Das ist auch Arnold passiert, nach End of Days, zack, weg. Stallone, irgendein Film, der letzte war auch nichts. Am Ende sind alle diese Leute weggebrochen. Und dieser Manager, den wir alle hatten, der die Deals gemacht hat, Jake Blum heißt er, der hat uns alle in sein Büro eingerufen und hat gesagt, einer nach dem anderen, die Zeit der Action-Muskelhelde ist jetzt vorbei. Jetzt ist es die Keanu Reeves, der Brad Pitt, Tobey Maguire und so weiter. Und dann war das auch tatsächlich so, dass Arnold wurde Gouverneur, Sylvester Stallone, der hat nur noch Golf gespielt. Das ging dann in die Hose bis Expendables. Ja. Und dann fing das so langsam wieder an. Auch Dolph kam wieder so raus. Ne? Aber bis heute hat auch Dolph keinen eigenen Kinofilm mehr. Weißt du, was ich meine? Wo du Dolph Lundgren in, was weiß ich, Punisher wirst du nicht sehen. Ne? Und Stallone hat ja auch mehr oder weniger eigentlich selbst dafür gesorgt, dass er wieder auf der Bildfläche erscheint, weil er die Streifen ja selber produziert hat halt, ne? Also, richtig. War ja auch am Ende musst du es irgendwie selber auf die Beine stellen. Du musst jemanden finden, der dieselbe Vision hat. Expendables war eine super Idee. Ne? Das ist ja praktisch so wie Last Committee, nur auf Steroide. Genau, ja, ja, genau. Habe ich auch viel in den Kommentaren gelesen. Last Committee ist quasi das Expendables für Martial Arts Fans. Ja, ja. Halt, ne? Alles, was so ein bisschen Rang und Namen hat, ist irgendwie in dem Film drin. Was natürlich sehr cool ist und von mir aus können wir dann auch gerne mal über Last Committee sprechen. So wie ich die Geschichte mitbekommen habe von Sean, so wie er sie uns erzählt hat, warst du eigentlich derjenige, der den Stein ins Rollen gebracht hat, indem du zu ihm gesagt hast, ey, du bist doch so ein Typ, der ja so Managementfähigkeiten hat und ne, mach du das doch. Ja, also es hat tatsächlich so angefangen. Ich meine, wir haben beide so geschwärmt von den 80er, 90ern. Wir sind ja alle Fans von dieser Zeit. Und ich habe ihm auch gesagt, heute ist das gar nicht mehr so. Du hast da nicht mehr 3 Wochen Zeit, um eine Kampfszene vorzubereiten, trainierst vorher, drehst das in mehreren Tagen, nicht in einer Stunde oder so. Heutzutage, gerade habe ich einen Film gedreht, da habe ich 4 Stunden für den Kampf nutzt. Also wirklich, da ist schon vorbei. Wir haben kaum was gemacht. Ne? Ja, wir müssen jetzt aber weitermachen. Das ist ja heutzutage ein Witz in der Low-Budget. Ja, ja. Ne? Früher waren die Filme auch noch teurer. Da haben wir ja noch Millionen investiert. Heute ist es ja unter 1 Million. Dann hast du natürlich keine Zeit, keine Muße und das ist verwässert. So, und da haben wir so darüber geredet, dass man müsste doch mal wieder so einen Film machen, der tatsächlich so aufgebaut ist wie früher, also mit den Elementen, die diese Filme erfolgreich gemacht haben, Bloodsport, Kickboxen, es ist ja immer das Gleiche. Ja. So, auch eine gute Geschichte, mehr oder weniger, ne? Mit einem guten Bösewicht und was weiß ich, ne? mit einem, der dir alles beibringt und du musst dann alles im Ring dir behalten. Ja, das ist eigentlich klassisch, ja. Und ich habe das aber auch nicht gedacht, dass der Sean das so schnell auf die Beine bringt. erstaunlich, muss ich sagen, unglaublich. Ich habe ihn gestern noch angerufen und ihn auf einmal frage ich ihn gewisse Sachen. Ja, genau. Er mich an und sagt, hey Matthias, wie geht das und so. Und jetzt rufe ich ihn an und sage, sag mal, wie hast du das und das gemacht? Also ist erstaunlich, dass Sean dieses Team zusammengekriegt hat. Der ist ja auch verbissen ohne Ende, ja. Ja, das hat er sich auf jeden Fall in den Kopf gesetzt und zieht es halt auch von vorne bis hinten durch. Also ich habe da auch riesen Respekt vor. Also wirklich, arme Leistung. Das ist verrückt. Also das Filmgeschäft ist der absolute Hammer. Das ist so schwer, dass selbst ich bin jetzt schon 37 Jahre in dem Geschäft, auch noch nicht weiß,
so im Hintergrund, ja, also so einen Film zu produzieren, es geht ja immer nur um die Kohle. Einen Film machen ist dann nicht so schwer, aber wie kriege ich die Verträge, die Kohle, die Schauspieler, und das jagt so sich selber. Und irgendwo musst du mal anfangen. Also meistens ist es mit den Schauspielern. Ne? Machst du mit. Wenn einer mitmacht, macht der andere mit. Und der andere. Aber das ist nicht eine Garantie. Und dann kannst du irgendwo hingehen und sagen, ich habe all die Leute und hier ist die Idee. Und dann musst du klopfen. Ne? Das heißt aber nicht, du hast das Geld. Also es ist sehr anstrengend. Das, ich meine, Sean, wie der das gemacht hat. Er sagt, er wäre 10 Jahre gealtert. Hast du denn ein schlechtes Gewissen, dass du ihn da so ein bisschen reingeschubst hast in die Nummer? Nee, ich glaube, das macht ihn richtig glücklich. Ja, glaube ich auch. Aber der, ne, der Weg ist ja erstmal so anstrengend. Aber wenn man dann das fertige Produkt wahrscheinlich vor der Nase hat, dann... Da kann er stolz sein. Also wirklich. Er hat ja auch euch alle YouTuber zusammengetrommelt. Ja, ich finde, das gefällt mir wirklich gut. Das ist ja eine Riesenfamilie. Ihr seid ja alle im selben Boot. Genau wie wir Schauspieler im selben Boot sind, seid ihr ja auch im selben Boot und unterstützt euch, was auch nicht immer einfach ist. Aber das finde ich toll, dass Fans, YouTubers und Schauspieler zusammenkommen und man an einem Projekt zusammenarbeiten, anstatt immer nur drüber zu reden. Genau, ja. Also alle an einem Strang ziehen. An einem Strang ziehen, weil das macht es mehr aufregend. Normalerweise sollten die Zuschauer und die YouTuber ein bisschen mehr Einfluss haben. Weil ich meine, das sind ja die Leute, die das besprechen im YouTube-Kanal und die auch den Film angucken. Genau, ja. Also wie Sean ja gesagt hat, halt, ne, es ist ein Film von Fans für Fans. Ja. So, ne? Also, ja. Macht auch Sinn, ne? Du hattest jetzt natürlich auch schon angesprochen, die Darstellerriege. Da sind ja einige dabei, mit denen du ja auch schon gearbeitet hast. Also Cynthia Rothrock zum Beispiel, Billy Blanks. Ist ja auch dabei. Habt ihr untereinander auch gesprochen? Oder hast du vielleicht mit denen vorher mal geredet und gesagt, ey, ich mache jetzt hier mal so ein Projekt mit, komm mal mit, wie, wenn du Lust hast? Ja, das schon. Also die Tür aufgemacht sozusagen, ne? Und dann Sean ist reingelaufen. Der hat er wahrscheinlich, es ist so interessant gewesen, der ganze Prozess sozusagen. Das ging auch schleppend. Ich meine, da musst du so viel Geduld haben. Dann hörst du wieder nicht und hörst du und bist du nicht. Und dann, wir wollten so viele Namen haben, ne, die da jetzt nicht drin sind. Und dann der eine, aus irgendeinem Grunde antwortet der nicht oder war krank oder Pandemic. Und es sind tatsächlich nicht alle drin, die wir gerne hätten. Ist auch nicht so viel Platz drin. Man muss sich wirklich entscheiden. Viele Leute, es ist jetzt halt so, dass wir eigentlich alle von uns auf einmal wieder sehr viel drehen. So hat auch nicht jeder Zeit. Ja. Ich habe jetzt einen Film verlegen müssen, weil wir haben uns mit dem Datum geirrt. Ich dachte, der Film fängt am 26. an. Und ich sollte jetzt einen anderen Film drehen und der schon sagt, um Gottes Willen, das kannst du mir nicht antun. Und ich habe nochmal nachgeguckt und er hatte recht, das war Anfang, wir fangen im Juni an. Das war auch nochmal knapp. Ne? Ja. Weil gehe ich denn richtig in der Annahme, ich weiß nicht, ob du es verraten hast oder nicht, aber gehe ich richtig in der Annahme, dass du den oder einen von den Schurken spielst? Weil du bist natürlich eigentlich prädestiniert, um die Rolle irgendwie zu bekleiden. Kannst du dazu irgendwas sagen? Vielleicht? Ja, das ist so. Eigentlich spiele ich ja jetzt mehr so die Rolle wie damals der Martin Cove. Kennst du den noch? Martin Cove? Sagt mir. Ja, der Karate, wie heißt das? Karate Kid, die Fernsehserie Netflix. Ja. Ich habe damals einen Film Deathmatch gedreht und der Martin Cove war dieser Bösewicht. Und das ist so eine Rolle, ja, ich bin der Bösewicht, ne? Der das Ganze kontrolliert, macht, das Komitee veranstaltet, ein richtiger Schurke, auch kämpft, aber nicht im Ring, später ein bisschen. Ne? Na klar, wenn wir dich schon an Bord haben, dann musst du natürlich auch kämpfen. Das wäre ja auch, Quatsch, wenn du da bloß drei Dialogzeilen hättest. Ja. Ja, genau. Das ist dann mit Billy Blanks, wahrscheinlich gegen Billy Blanks. Ne? Oh, okay. Ja. Und Matthias Landwehr ist der Hauptdarsteller, sozusagen. Ne? Da kann man sich drauf freuen, weil der kann was. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, der ist richtig gut.
Und da sind gute Namen dabei, also es sind auch neue Namen dabei. Vom Kämpfen her gesehen wird das wirklich interessant. Mike Möller natürlich macht die Fight-Choreografie. Auf den wollte ich auch noch zu sprechen kommen, weil ihr kennt euch ja schon, ne? Also da hast du ja auch für seinen YouTube-Kanal auch schon mal ein paar Sachen gemacht, weil er ja immer so kurze Choreografien hochlädt, so, ne, die noch, roh sind. Und da gibt es ja so ein, zwei Sachen, wo du halt auch mit dabei bist. Extrem unterhaltsam. Also wenn die Leute jetzt von unserem Kanal das noch nicht gesehen haben, geht mal auf den Kanal von Mike Möller. Ist wirklich großartig. Er super talentiert, extrem fit. Also die Choreografien sind großartig. Und dich kann man da halt, wie gesagt, auch sehen. Wie ist denn die Arbeit mit ihm? So, ist das entspannt? Ja, ganz locker. Ganz locker. Also das normalerweise würde ich mit Mike Möller alle Filme drehen. Das heißt, der hat ja jetzt schon alles vorgedreht. Die haben die ganzen Kämpfe schon in der Tüte, würde ich sagen, eingetütet. Ne? So, das wird dann vorgedreht mit der Kamera und so weiter. Dass alles schon choreografiert ist. Das muss alles im Vorraum gemacht werden. Also, und dann kommen die Schauspieler, die können sich das angucken. Das machen auch die Großen so, die A-Spieler. Ne? Und dann wird das nachinszeniert. Also Mike hat das alles schon vorgelegt. Ne? Okay. So. Und sonst schafft das gar nicht. Und dann trifft man sich für, was weiß ich, hoffentlich einige Zeit und zieht das gemeinsam so durch, ne? Diese Trainingseinheiten, bis man diesen Kampf auswendig gelernt hat. Das ist jetzt eine schwierige Sache, meiner Meinung nach. Ich meine, es ist ja ein Retro-Film. Ne? So, die Kampfszenen damals sind ja nicht wie heute und die Fans sind auch sehr empfindlich. Ja. Das kann man auch nicht immer jedem recht machen. Also ich meine, wir haben ja auch, das habe ich jetzt schon irgendwie, war das bei dir oder bei jemand anders, in den Kommentaren gelesen, jetzt war in Amerika, es war eine amerikanische Show, die darüber gesprochen hat. Nur allein die Tatsache, dass sie den Scott Adkins gefragt haben, Undisputed, da will ich schon nicht mehr gucken, weil diese Kampfszenen sind ja nicht retro, das ist ja alles, also die Leute sind auch sehr empfindlich, da darf man, wie wird man diese Kampfszenen inszenieren, ja? Sind die jetzt 1:1 wie Bloodsport, ne? Das war damals ein bisschen anders als Undisputed oder was weiß ich jetzt, John Wick oder so, ne? Das weiß ich noch nicht, ich werde sehen. Also du hast noch nichts gesehen von dem, was du da eventuell mal... Nee. Ich finde das spannender, wenn ich das erst später rausfinde. Ich vertraue dem Mike Myler total, also egal wie. Sag mir, was ich machen soll und ich mach's, ne? Ich finde ja spannend, dass so ein Stunt-Choreograf, jetzt in dem Fall halt Mike Möller, die Sachen quasi mit sich oder vielleicht auch mit seinem Team choreografiert und erstmal den Leuten oder denen egal ist, kann derjenige, der das machen soll, das überhaupt umsetzen. So. Ich glaube, können das alle. Der weiß, wer was kann. Der kennt mich in- und auswendig, der weiß, was ich machen kann, was ich nicht machen kann, der weiß. Nur wenn er sich der muss den noch nicht mal getroffen haben, der braucht nur sich mal anschauen, ein Material von irgendjemandem, dann weiß der, was der kann. Und das kriegt der, dann hat das Gefühl dafür. Da werden ein paar tolle Kämpfer dabei sein. Es gibt ja so tolle Kämpfer heutzutage. Ne? Also ich meine, die Sache liegt wirklich an der Choreografie. Ja, und wie es geschnitten ist und wie es gefilmt ist, kommt ja natürlich auch nochmal drauf. Vor allen Dingen, jeder Kampf, zumindest diese großen Kämpfe, ist genau wie ein Film. Die haben drei verschiedene Akte. Dann ist ja eine Geschichte, ja wie Rocky und so. Ne? Du kannst ja nicht einfach in den Ring gehen, einen umhauen. Da muss ja was dahinter stecken, Gefühle, Dialoge, Blicke, bergauf, bergrunter, fast gewinnen, wieder nicht gewinnen, nochmal überwinden müssen. Und kennen wir ja alle, diese Formel. Und das ist eine Kunst. Und das finde ich auch, das war damals, darauf wurde mehr Wert gelegt. Diese Dreiaktstruktur während eines Kampfes halt. Ne? Jetzt ist wirklich nur noch, Hauptsache es sieht spektakulär aus. So, der Rest ist erstmal egal. 100%. Den Film, den ich gerade gedreht habe, das ist jetzt kein Karatefilm, da war auch eine große Action-Szene drin. Was heißt groß? Mit Chuck Liddell, der ist einer der größten MMA-Fighters. Ne? Da war nach der ersten, für mich, also nach 4 Stunden war ein Drittel vorbei.
Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir. Und dann sagt, nee, das war's. wir müssen raus aus dem Studio. Ja, das ist keine Zeit. Bis 10 Uhr nachts und so. Ne? Mhm. Da habe ich gedacht, naja, das ist halt jetzt, das ist halt so inzwischen. Ich meine, der Film ist ein Sci-Fi-Action-Adventure, das ist jetzt kein Martial-Art-Film, dann kannst du halt nicht. Aber trotzdem würde ich das machen. Ja. Also da muss man sich halt die Zeit für nehmen und viele Leute wissen das gar nicht. Die sind so oberflächlich. Nicht, dass sie oberflächlich sein wollen, die haben keine Zeit. Und die haben nicht das Geld. Und das ist nicht denen ihr Dingen. Ne? Da rege ich mich. Ich, zum Beispiel, jetzt, ich hatte die vor kurzem einen Film mit Gina Carano gedreht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ja, kenne ich. Die spielt auch bei Mandalorian. Bei Mandalorian, genau. Die wurde ja von Disney rausgeschmissen, weil sie ein paar unschöne Dinge gesagt hat. Mhm. Genau. Aber die war ja so richtig bekannt für ihre Kämpferei und was weiß ich. Ne? So, und dann bin ich in dem Film drin und habe aber keine Rolle, wo ich, also ich spiele praktisch nur einen regulären Cowboy, so, der die zwar retten will und alles, aber der kommt, da kommt es nicht dazu. Und die Leute regen sich so darüber auf, die sagen, jetzt hast du schon Matthias und jetzt hast du schon Gina Carano, denn warum macht er nichts? Und warum macht er nichts daraus? Ja. Ich habe das auch mich mit dem Produzenten nicht verkraft, aber ich habe ihm gleich gesagt, du hast mich, ja, das mache ich beruflich, da mussten wir ein bisschen mal dazu. Nee. Ja, nee, aber es ist nicht. Und Cowboy-Film und so. Am Ende sind die Leute böse. Ne? Ja klar, weil ja auch Erwartungen geschürt werden. Ah, ja, ne? Wenn die Leute deinen Namen lesen, dann denken die, okay, da gibt es mindestens eine Keilerei halt. Ne? Ja, aber so richtig, ja. Und dann sind das diese kleinen Cowboys, die mich gefangen nehmen und dann auch noch umbringen und ich tue mich nicht wehren. Ja, okay, gut, das ist ja natürlich... Um Gottes Willen. Ja, da sagt der Produzent, nein, das ist doch genial. Wir haben jetzt dich, der da angeritten kommt, so groß und blond. Und dann denken die Leute, du rettest den Film, aber du machst es dann doch nicht. Ist doch genial, sagt er. Oh, dann denke ich, oh Mann, ey, da hat er keine Ahnung. aber so ist es oft, ja. Ja, ist seltsam. Also wenn man dich verpflichtet, dann muss man halt auch... das dann halt mitnehmen und nutzen halt, ne? Ja, und die Leute, ist immer das Gleiche. Mit demselben Produzent habe ich vorher einen anderen Film gedreht, einen Horrorfilm, Puppet Master, ja, ein ganz schräger Film. Da habe ich gleich gesagt, hör mal, da rief er an, sag, ich bin so ein Fan, Dark Angel, my favorite action movie. Da habe ich schon gedacht, gut, da kann man jetzt mal wieder was machen, ne? Weil das ist ein guter Produzent eigentlich. Ja, und dann war nichts. Da habe ich noch zu ihm gesagt, also du hast mich, den Dark Angel, hier am Filmset. Ja. Ich kann so viele Leute umbringen, so viel kannst du gar nicht aufbringen, wie viel ich hier umbringen könnte, ne? Mit dem Charakter. Ja, aber Matthias, das ist jetzt nicht und so. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll ich dir sagen? Ich bin hier, ne? Aber manchmal sehen sie es nicht, ne? Da frage ich mich, ja, warum heuerst du mich dann an, ne? Ja, ist wirklich ein bisschen seltsam. Aber was ich bei dir sehr spannend finde, ist jetzt auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, du hast ja wirklich nicht nur diese rein rassigen Martial-Arts-Filme gemacht, sondern halt sehr viele auch Genre-Filme halt. Ne? Western hast du gerade angesprochen, Horrorfilm, dann du warst sogar bei Star Trek, warst du ja auch dabei, in Teil 6. Also guckst du auch, dass du so ein bisschen Vielfalt in deine Filmografie reinbekommst? Oder entscheidest du halt je nach dem Dreh? Das hat sich immer so ergeben. Das ist einfach so in Hollywood. Das war damals noch so. Heute ist es ein bisschen anders. Da bist du jemand, der jeder kennt dich, weil es gibt nicht so viele Leute in dieser Branche. Und dann zum Beispiel ist ein Gladiator. Das ist zwar auch dann eine Komödie, ist vielleicht mehr so ein Drama. Und dann wollen sie halt so einen haben, der so aussieht wie, da musst du halt hingehen und dich vorstellen. Und ja, zum Beispiel habe ich dann die Rolle bekommen. Die haben weltweit gesucht. Da haben sich alle, Kevin Sorbo, Dean Cain von Superman und so, Lou Ferrigno, alle wollten sie die Rolle haben. Ja. Aber ich habe sie zu Recht bekommen. Und ja, da fällst du so rein. Ja, das war dann auch kein Action-Dingen. Das war mehr so ein Drama, römisches Drama oder so. Oder manchmal ist es eine Komödie, da suchen sie einen Großen, der so einen Bumbling Idiot spielen kann, aber der ein bisschen Muskeln hat. Ja, da liest auf einmal, ne, kriegst du einen Anruf, ah, du bist doch, kannst du nicht auch mal lustig machen? Da sag ich, ja, kann auch einen Idioten mal spielen, ne? So ist es. Also, da fällst du so rein. Star Trek,
da wollte ich sowieso nur mitmachen. Das wäre mir egal gewesen. Da habe ich vorgelesen vor dem Direktor. Und der hat das gefallen. Ja, und dann war ich auf einmal ein Klingon. Ne? Boom, so. Da sagst du auch nicht nein. Nee, mit Sicherheit nicht, nee. Aber bist du so ein bisschen auch Trekkie, also Star Trek-Fan? Ja, oder? Ja, klar, das sind, ja? Ich bin damit groß geworden. Ne? Und auf einmal sitzt du da mit, also ich gehe da am Filmset ein und aus mit William Shatner und wie es alle heißen. Ne? Bin in dem riesen Raumschiff mittags alleine nach dem Lunch und denke, ach, als Kind war ich hier schon drin mit meinen Gedanken. Cool, ja. Ne? Ja, ist schon cool. Ja. Was guckst du denn sonst noch so? Also was unsere Zuschauer auch gerne wissen wollen würden, abgesehen so von Martial Arts Film, hast du einen Lieblingsfilm? Irgendwie? Ja, oder ich guck, was gefällt dir? Hm? Ich bin halt so Mainstream. Taken war gut. Die ganzen Rocky-Filme, Creed 2, 1, 2, 3. 3 fand ich super geil. Hm. Der letzte Creed-Film. Love Fiction, es gibt so viele Filme, es gibt gute Dramen, alles, was gut gemacht ist, wirklich. Mhm. Hollywood macht fantastische Filme. Und ja, wirklich, also es gibt wirklich talentierte, tolle Filmemacher mit tollen Drehbüchern. Und es gibt viele nicht so gute, ab und zu, man ist immer dankbar, wenn man einen guten Film sieht, aber die sind meistens sehr teuer, von den besten Leuten gemacht, die Zeit und Geld haben und Intelligenz und gute Drehbücher haben. Ne? Das gibt es oft. Allerdings haben wir ja alle Netflix, Amazon, bla bla bla. Und da gibt es, Netflix hat über 3000 Filme, Amazon 2500. Also sagen wir mal, du kannst also 20.000 Filmen jederzeit mit dem Knopfdruck. Ne? Da ist auch viel dabei, das geht dir so vorbei. Ne? Ja, man muss aussortieren. Ja, das ist nicht so einfach. Früher war es einfacher. Da wissen wir ja alle, da bist du in die Bibliothek gegangen, Videothek meine ich. Und dann gab es ab und zu mal einen neuen Film. Und da hast du so vielleicht einen Schwarzenegger oder einen Sylvester Stallone-Film oder was weiß ich, ne, so mit deinem Superhelden drin oder Michael Douglas-Film, Basic Instinct. Das waren so richtige Film-Events. Ja. Dann hast du die Kassette genommen, du die Bilder angeguckt und nach Hause reingehauen und gewartet. Das ist halt heute nicht mehr so. Das ist alles so Popcorn-mäßig, zu viel. Ja, sehr schnelllebig. Es gibt auch kaum noch Stars. Hm. Ja, es gibt kaum noch große Darsteller, die wirklich alleine einen Film tragen können. Auch. Also leider nicht mehr. Ne? Ja, es gibt noch ein paar, aber weißt du, wie ich gesagt habe, früher war es so Michael Douglas oder Schwarzenegger und wie sie alle heißen. Ne? Das waren halt immer dieselben Namen. Heute musste schon James Bond sein, dass du so alleine einen Film tragen kannst. Ne? Ja. Ja, oder ja. The Rock. Aber das ist dann auch wieder so viel, ne? So viele Rockfilme und Jason Statham, für eine Zeit lang waren wir ganz happy für ihn. Ne? Und Steven Seagal war ja früher auch so einer, den man immer im Kino angeguckt hat. Ne? Ja. Wo du gerade Steven Seagal erwähnst, ich hatte letztens mal einen Tag, da habe ich mir einfach mal Interviews angeguckt von so, ja, Martial-Arts-Künstlern, von dir und von Steven Seagal und anderen Leuten. Und da ist mir mal aufgefallen, dass, um Gottes Willen nicht alle, aber doch viele gerne mal so ein bisschen sticheln halt, ne? So die Martial-Arts-Künstler, da ist schon der Konkurrenzkampf irgendwie sehr groß. Und du hattest ja auch vorhin gesagt, dass jeder, der irgendwie irgendeinen Titel hatte, ein Karate-Weltmeister hier, Europameister da und so, wollte dann vielleicht ins Filmgeschäft. Es wird aber auch vielen Leuten von anderen Darstellern das abgesprochen. Von wegen, ja, die können gar nicht kämpfen, ne? Die sind nur so Filmkämpfer und wenn ich die in echt sehe, dann haue ich die um. So. Ich weiß nicht, Michael J. White wird dir ja wahrscheinlich auch was sagen. Ich bin ja auch einer, der ständig in YouTube rumsurft und mir diese Sachen angucke mit einem Lächeln. Ja, genau. Ich kann dir sagen, ich kenne ein paar Leute, die haben wirklich was drauf. Also Billy Blanks, Don Wilson, ne? Cynthia Rothrock, weiß ich jetzt nicht, ob die hat was drauf, aber ich meine jetzt im Sinne von Kampfsport. Ja, also wie gesagt, ich habe gerade mit Chuck Liddell so ein bisschen rumgekämpft. Das ist ja ein echter MMA-Kämpfer, ja? Ja, so, und da merkst du, dass wenn das echt wäre,
Da hätte ich keine Chance. Der ist einfach, das ist eine andere Art von Menschen. Schauspieler ist eines, du verkaufst diese Art von Menschen, aber da gibt es wirklich diese Art von Menschen. Das habe ich jetzt mit Chuck Liddell gemerkt, den habe ich auch mal richtig erwischt, mehr oder weniger. Er hat mich auch mal fast richtig erwischt, aber ich habe ihn mehr erwischt, zufälligerweise. Du, da tut er nicht, da wäre ein normaler Schauspieler, hätte sich nach Hause schicken lassen. Ja. Solche Leute nicht. Und deswegen schmunzle ich immer so ein bisschen, wenn jemand eine große Schnauze hat und sagt, ich könnte doch. Und dazu wird es nie kommen, weil keiner von denen wirklich im Ring ist. Musst du mal wirklich in so ein Cage gehen und kämpfen oder nur mal boxen gehen. Geh mal boxen mit einem professionellen Boxer. Da bist du in 3 Minuten auf der Matte, ja. Und die meisten Schauspieler über die Zeit hinweg vergessen, dass das professionelles Kämpfen ist. Ja. Ich kann jedem einen Kick zeigen und ziehst du dazu durch und machst du so. Aber geh doch, du musst selber mal in den Ring gehen, in den richtigen Ring. Ja. Wenn du das nicht machst, kann man dich nicht ernst nehmen. Die Frage, was ich super interessant finde, und da würde ich mein Geld investieren. Wenn ich jetzt ein großer Produzent wäre, würde ich die alle einsammeln. J. Michael White, Steven Seagal, Van Damme, Scott Adkins und so weiter. Da würde ich sie alle gegeneinander kämpfen lassen. Und den Dolph Lundgren, ich selber und so weiter. Und am Ende mal gucken, wer noch stehen bleibt. Du, da würde ich Geld für bezahlen, wirklich. Also das ich würde, auch. Ich würde auch sehr gerne sehen. Da und würde ich sagen, meiner Meinung nach würden da diese YouTube-Community und die Fans mehr Geld zahlen in Pay-Per-View als so ein UFC-Fight. Ja, auf jeden Fall, klar. Oh, ja. Da kommt ja noch mit oben drauf, dass man halt auch so ein bisschen gehässig ist vielleicht, ne? Und man will ja dann vielleicht auch einige Leute am Boden liegen sehen, ne? Ja, da würde ich mich auch nicht gerade die große Schnauze haben. Genau. Die wollen wir sehen, ob die das auch im Kampf, also ich meine, müssen sie ja nicht totschlagen, ja. Aber ich würde es ja selber gerne mal wissen. Ich meine, mal wirklich, du kannst darüber ausgehen, dass auch J. Michael White, Steven Seagal und wie sie alle heißen, wirklich darüber nachdenken, dass wenn es mal dazu kommen würde, ob sie eine reelle Chance gegeneinander hätten oder nicht. Die wissen es nicht, die denken nur. Ich meine, Steven Seagal, ich kenne den sehe ich ab und zu. Der ist mindestens 280, warte mal, wie viel Kilo ist das? 130, ja, 40 Kilo. Ja, ja, der hat schon den ordentlich. Den haust du auch so schnell nicht um, ne? Von der Körpergröße. Das ist ein Riesenkerl. Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich auch mal gucken, ob ich einen Steven Seagal gewinnen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Es wird nie dazu kommen. Ein Video mit ihm gesehen. Es gibt so einen Kanal, der heißt Jesse Engkamp. Das ist so ein Karate, so ein Typ, der reist um die Welt und spricht mit Karate. Das ist super, das ist und gut. Mega interessant. Ja. Und der war halt auch bei Steven Seagal und hat sich von ihm so ein paar Sachen zeigen lassen. Und Seagal hat ja wirklich einen Typen angestellt bei sich, den er einfach den ganzen Tag vermöbelt halt, ne? An dem er die Übung zeigt und so. Und der ist halt auch kein Feiner. Also der Herr Seagal, der haut auch mal gerne richtig zu. Ist schon krass. Aber der hat auch wirklich eine riesengroße Schnauze, ne? Also eine Riesenschnauze. Das ist schon fast zu groß, die Schnauze, ja. Also wenn man so eine große Schnauze hat, früher oder später, kommt mal einer. Genau, und willst wissen, ja. Ja, also, aber das, ja, wie gesagt, da muss mal einer ran und so eine Sendung auf die Beine stellen. Da würden viele vielleicht sagen, da mache ich nicht mit, ne? Steven Seagal sagt, mache ich nicht mit, was soll das, kann sie eher. Aber da wedelst du mal $1 Million, dann kommen die. Ja, ja, klar. Geld kriegt man jeden. Ja, ja. Da kriegst du die. Und das Geld würdest du wieder reinholen, das sage ich dir gleich. Definitiv, ja. Also vielleicht mal drüber nachdenken, so ein richtiges Komitee. Ja, ich hab da schon so oft drüber nachgedacht und ich habe auch immer gedacht, würde ich da mitmachen oder nicht? Ich meine, ich bin 64, aber dann denke ich mir, warte mal, Steven Seagal, der ist ja noch älter als ich und Dolph ist so alt wie ich und Van Damme ist so alt wie ich. Warum nicht? Ne? Wir machen ja noch diese Filme. Man müsste das vielleicht ein bisschen entschärfen, dass man sich ja nicht direkt umbringt. Mein MMA, ich habe mal MMA trainiert. Da war ich mal einen Monat
praktisch im, nicht im Rollstuhl, aber im Sessel, konnte nicht laufen. Ne? Ja. Da mich jemand, der war 23 oder so, der hat mich so verprügelt mit den Kicks, ne, in die Beine und so. Da konnte ich nicht laufen, mal einen Monat. Ne? Ja, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass du ja, dann zu denen gehörst, die so ehrlich sind und sagen, ey, das ist was anderes halt, ne, was die machen. So, ich kann das ja auf, in dem Film machen und ich habe vielleicht auch den einen oder anderen Tritt und Schlag und so auf dem Kasten, aber gegen so eine Leute komme ich nicht an. Ja, halt, ne? Du weißt, du, es ist eins, ein 360er, ein 540er Drehung und so ein Samstag-Hauen, aber selbst gehauen zu werden, du kriegst ja, du kannst ja nicht nur vermöbeln, du kriegst Vorleine ab. Also ich sagte, das musst du so lange trainieren, dass du überhaupt mal so Schläge einstecken kannst, ne? Ja, Bolo Yang hat nicht umsonst gesagt, ein Stein schlägt nicht zurück, ne? Ja, genau, genau. Aber Bolo Yang finde ich auch super interessant. Mit dem habe ich ja auch gedreht. Und der sagt nie was. Also den kannst du gar nicht einschätzen. Okay. Der sagt gar nichts zu niemandem. Der ist immer nur so am Smirken dran. Ey, so lacht es ein bisschen. Ich hab gelesen, dass er hat ja mit Bruce Lee quasi angefangen. Also Bruce Lee hat ihn ja irgendwie aufgegabelt. Ja, ja. Ne? So auf gut Deutsch. Und auch nur deswegen, weil Bolo Yang wohl so nett war. Nett und lieb. Ja, das ist er ja auch. Aber der spricht, also ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist. Aber der spricht nie. Okay. Wahrscheinlich, weil er nicht so gut Englisch kann, habe ich immer gedacht. Und das haben die Leute, ah, der kann kein Englisch und so. Dann habe ich gesagt, naja, der arme Kerl. Aber der macht sich dadurch auch sehr mysteriös. Der ist genau so wie im Film. Den kannst du nicht einschätzen. Wenn du den kämpfst, ist der sehr chinesisch. Also so. Ne? Ja, und dann haut er drauf. Also, so interessante Type, sage ich dir. Der Sohn spielt ja mit, ne? Wollte ich gerade sagen, da können wir nämlich noch mal ganz kurz die Schleife machen zu The Last Kumite, denn sein Sohn ist ja dabei. Ich weiß nicht, hast du mit dem schon mal irgendwie gesprochen, den gesehen oder so? Weil gesehen, ja, gesehen. Das ist ja so ein großes Fragezeichen irgendwie, ne? Ich meine, er sieht wirklich aus, ja, wie eine Maschine, ne? Also, der ist scheinbar extrem fit. Ich bin gespannt, was dann von ihm so zu sehen ist im Film. Ja, ich auch, der wird bestimmt was drauf haben. Ja, ja, klar. Ich gehe auch davon aus, dass von dem da irgendwie was Gutes kommen wird. Ja. Bin auch mal gespannt, ob er so gesprächig ist wie sein Vater. Oder ob er ganz anders ist. Ich habe ihn früher immer im Gold's Gym trainieren sehen. Okay. Da war der auch ruhig. Nett, aber ruhig auch. Ne? Nicht viel geredet. Wahrscheinlich, man kennt ja die Leute nicht. Der war ja mit seinem Vater immer da und der hatte, glaube ich, mit Charles Klaas trainiert. Das war der Top-Trainer in Gold's Gym. Okay. Ja. Also gesprochen mit ihm habe ich nie. Ja. Kannst du mal sehen. Ich kenne jeden da. Ich kenne da wirklich jeden. Ah. Ja, so ist es manchmal. Manche Leute sind halt vielleicht ein bisschen schüchtern oder introvertiert vielleicht auch. Oder ja, und die Sprache. Ja, wenn ich in Hongkong leben würde, würde ich auch nichts sagen. Ja gut, Corey Yuen schreit die Leute an und Bolo Yang sagt gar nichts. Ja, ja, genau. Das ist der Hammer, ja. Das ist schon interessant alles, gell? Auf jeden Fall, ja. Gut, Matthias. Gut. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt auch noch Termine hast, ne? Also möchte ich auch gar nicht, dass du da irgendwie zu spät kommst. Ich würde mich aber extrem freuen, wenn wir vielleicht, weiß ich nicht, zu gegebener Zeit vielleicht nochmal miteinander quatschen könnten. Weil ja, ich ja, so gerne. Also ich würde sagen, was wir mal machen, jetzt komme ich schon mit meinem Dialekt hier. Vielleicht machen wir mal nach dem Kumite ein Interview, dass wir mal so einen heißen Bericht geben können. Genau, das wäre super, das habe ich mit Kurt auch schon so abgesprochen, dass wir so in dem Zeitraum drumherum danach so ein bisschen auch nochmal drüber sprechen. Ja. Eventuell sehen wir uns ja auch in Hamburg. Also ich komme da wahrscheinlich auch sagen, es wäre doch eigentlich für dich ideal, nach Hamburg mit so einer, ja, jeder hat ja eine Kamera. Ja, ja, klar, genau. Handy oder so, da kannst du ein bisschen was filmen, zusammenschneiden und dann daraus kann man eine schöne Section machen, ne? Genau, ja, muss ich halt natürlich nur mit Sean absprechen, nicht, dass ich da Sachen filme, die ich nicht filmen soll. Ja, aber so gewisse Sachen, ne, hinter den Szenen oder das finde ich hochinteressant. Und ich denke, dass das auch hochinteressant für die Fans ist. Und für mich selber, das hinterher zu sehen. Ja, ich finde es schön. Also, dann machen wir was, ne?
Genau, machen wir. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich Genau. danke dir Ja, vielmals, nichts zu danken, du. dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, hoffen wir Hat mich quatschen dann irgendwann nochmal. ungeschnitten gefreut. Das ist super geile Show. Also ich bin stolz auf dich und das wird wachsen, das bin ich mir sicher. Noch mehr und mehr. Ja, wünschen wir uns natürlich auch. Vielen Dank. Ja klar, ich meine, ihr tut ja auch, ich finde das eine tolle Sache, ihr seid auch eine Community, ihr unterstützt euch. Und jetzt kannst du ja vielleicht auch noch ein paar andere Leute interviewen, ne? Vom Last Committee, Billy Blanksma zum Beispiel oder so, ne? Kannst Ja, ja auch wurde. vielleicht vor Ort Interviews schnell machen, mit dem Sean absprechen. Ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Wir müssen ja unsere Community an Bord halten. Also nicht an Bord halten, wie sagt man, informiert halten. Ja, klar. Ja. Ist ja interessant. Also, Wir bringen sie näher. Wir bringen ja, sie näher. ist auch auf jeden Fall mein Plan. Also, solange Sean da nichts dagegen hat, das werde ich natürlich mit ihm absprechen, aber Ja, ich glaube es nicht. Ja. Ich kann ich, nicht für ihn reden, aber ich würde ja. mal sagen, in seinem eigenen Interesse und unserer Community, eurer Community-Interesse, ist doch super interessant. Auf jeden Fall, ja. Und da würden sich unsere Leute auf jeden Fall sehr drüber freuen. Klar, ja, ich auch. Gut. Alles klar, dann. Ich wünsche dir was, ne? Wir sehen uns im Komitee. Alles klar. Alles klar. Bis dann, ne? Gut, Tschüss, mach's gut. tschüssi. Ciao.